Hallo. Und herzlich willkommen zu Tag 6. Herzlich willkommen. Ja, aus Finale Ligure. Heute auch schon unser letzter Tag. Heute Abend geht es dann weiter zum Gardasee. Da machen wir dann noch eine Übernachtung und dann gibt es morgen noch eine Tour vom Gardasee. Boosten. Und jetzt boosten wir nochmal mit den E-Bikes Richtung Rollercoaster hoch. Was gestern auch ganz cool war, weil wir gestern irgendwie so knapp 900 Höhenmeter mit den Biobikes gemacht haben und dann um 5:30, glaube ich, nochmal komplett hoch sind und nochmal NATO-Base gefahren sind. Ja, Akkus haben gut gehalten, gell? So als das war super. Kleines Feedback schon mal und bis hoch und waren dann irgendwann mal um 8, 8:30 hier. Ja, perfekt einfach. Das war perfekt, ja. Ja, was uns aufgefallen ist, dass die Akkus gar nicht so viel mehr brauchen, ob man jetzt auf Tour oder auf Sport, also einen Modus drüber fährt. Das macht gar nicht so viel Unterschied. Wir sind ja relativ gleich schwer. Und der Nico ist Sport gefahren, ich bin Tour gefahren und dann hat er in Summe keine 10% mehr gebraucht. Das war eigentlich echt. Ich bin ein bisschen fetter, gell? Deswegen brauche ich halt mehr beim Akku und Petra ist ein bisschen schlanker und deswegen passt das ganz gut. Und genau. Sport und Tour, apropos, wer es wissen will, ist ein Brose-Motor sozusagen. Genau. Ja, ansonsten haben wir schon ganz fleißig eingepackt. Das ist immer ein bisschen traurig, finde ich. Gehört aber halt mit dazu. Dementsprechend ist hier schon ziemlich viel weg. Und wenn wir dann zurückkommen, müssen wir nur noch die Markise einfahren, die Bikes rein und raus. Und dann geht's auch schon weiter. Genau. Gipfeljause, ohne Gipfel, aber wurscht. Ja, schwer angeknabbert. Das gab es gestern gratis beim Bäcker, da habe ich was Süßes gekauft am Abend, dann haben wir das dazu gekriegt. Ich hoffe, es ist noch gut. Die Mäuse wollten es nicht, deswegen haben wir es bekommen. So schaut's aus. Aber gleich geht's auf den Trail. Uiuiui! Oh, schnell! So bin ich auf den Trail gescheucht worden. Wie wir euch ja schon erzählt haben, sind wir nochmal den Rollercoaster gefahren, weil der einfach so cool war. Nur diesmal haben wir die Kameraperspektive geändert, sodass ich ausnahmsweise mal vorne fahre und Nico von hinten filmt. Für mich ist es total ungewohnt, vorauszufahren. Ich fühle mich da immer ein bisschen gehetzt. Aber das hat wohl ganz gut funktioniert, weil Nico hat gemeint, ich war schnell genug. Ist ja schon mal gut. Wie der Trail so verläuft, das beschreibe ich euch ja schon im ersten Video, wo wir eben hier unterwegs waren. Wer das also noch nicht gesehen haben sollte, für euch verlinke ich mal die komplette Playlist auf jeden Fall oben mit so einem i. Dann könnt ihr euch die vielleicht noch anschauen. Wir haben wirklich richtig coole Trails gehabt, die ganzen 6 Tage lang. Und ja, das kommen halt heute nochmal unsere Lieblinge. Lasst euch auch schon gesagt sein, wir fahren nicht nur den Rollercoaster, sondern nochmal 2 andere hinten dran. Und jetzt habt ihr den Sprung gerade gesehen. Sah cool aus, finde ich. Also genau, der hat eben einfach so ein paar coole, kleine, aber trotzdem echt spaßige Sprünge drin. Und ansonsten ab der Hälfte dann diese krasse Achterbahnfahrt, von der wohl der Name auch kommt. Und macht einfach richtig viel Laune. Besser! Mega! Super geil! Super! Super! Die Sonne kommt! Ratatatatui! Nicht schlecht! Die Sonne haben wir einfach so sehr gefeiert, weil wir ja doch nicht die allerbeste Woche ausgesucht haben für unseren Urlaub. Und dementsprechend nicht so viel Sonne hatten, aber eben dann doch immer wieder. Und wenn sie rausgekommen ist, dann war es so richtig cool. Jetzt ein Stückchen weiter vorne kommt ja dann auch noch dieser mega Blick übers Meer und der ist bei Sonne natürlich echt sagenhaft. Ja, übrigens, falls ihr schon wieder irgendwelche Hintergrundgeräusche hören solltet, Vögel zwitschern oder ein bisschen reden oder klopfen oder so, ich sitze schon wieder am Campingplatz und zwar diesmal am Gardasee. Davon kommen dann natürlich auch noch Videos. Also fleißig reinschauen. Es lohnt sich auf alle Fälle. Die ist ganz schön schnell heute, die Kleine da vorne.
Meer. Wuhu! Mega! Bam! Steilkurve! Yeeha! Oh, Papa! Nicht bremsen, darf! Bremse auf beim Sprung, Patzen! Da werde ich rumgescheucht wie so ein Hänsel. In den flowigen Trails bin ich eher schissig, habe ich schon festgestellt. Aber ja, hat gut funktioniert. Hui! Hui! Ja. Hui! Fast in die Kurve gesprungen. Das war knapp. Flink wie ein Wiesel ist er heute. Wahnsinn, hey. Thank you.
Achterbahn. Im unteren Teil von Trail wird es dann eben noch ein bisschen ruppiger und geht so richtig zur Sache, was mir auch mega gut gefällt. Nur da würde ich auch eher darauf aufpassen, dass der relativ trocken ist. Wir hatten von dem her echt Glück, weil obwohl es recht viel geregnet hat, waren die Trails im Großen und Ganzen immer sehr schnell wieder abgetrocknet. Petra hatte nämlich ihren Föhn dabei und hat die Trails nämlich ganz schnell wieder trocken gemacht. Er lacht mich aus, weil das Wichtigste im Bus für mich ist dann der Wechselrichter, damit ich einen Föhn anstecken kann. Das ist aber wichtig, glaubt mir, weil mit langen Haaren und nassen Haaren wird man gleich krank. Und krank ist blöd, da kann man nicht Trail fahren. Sehr schön. Sehr schön. Thank you.
jetzt auch wieder mega cool aus. Wettermäßig heute wieder richtig geil. Oben habt ihr ja gesehen, vor dem Rollercoaster, so lala, unten an der Küste Hammer. Ist auch wirklich da, nicht dass ihr denkt, wir blenden euch das nur ein, gell? Schaut genau hin, wie sie es macht. Wie lasse ich den Rucksack an und ziehe eine Jacke aus? Könnt ihr das sehen? Ah, du fährst jetzt so. Nee, passt. Auch schon mitten in den nächsten Trails. Das sind jetzt wieder die gleichen Trails, die wir auch am allerersten Tag schon gefahren sind. Da kann ich euch nur wieder die Playlist von Finale Ligure empfehlen, die auf jeden Fall hier verlinkt ist. Und ja, beim ersten Tag war das alles nass, da ging es echt schwer zu fahren. Jetzt hier beim letzten Tag trocken, viel einfacher, viel besser. Das ist natürlich geil, da hat man das Gefühl, man hat voll den Lernfortschritt gemacht. Aber in echt ist es einfach nur so, wenn die Trails, diese felsigen Trails, nass sind, dann ist es furchtbar rutschig. Und sobald die trocken sind, hat man einen richtig guten Grip. Aber von dem her war das echt nochmal ein mega Abschluss. Das sind eben diese Wege über Bulio. Aber ich verlinke euch einfach den ganzen Track, den wir da gefahren sind, wie immer unten in der Infobox. Und dann könnt ihr euch das ja selber mal anschauen. Heide, nein! Da ist er heute flott unterwegs, die Tesa. Sie fährt voraus. Ei, 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 um den Baum gezirkelt. Vorne Licht und wieder Gas. Hui! Ideallinie, würde ich sagen. Sie nimmt Ideallinie. Hui! Lecker, lecker. Shadows in the light, diamonds in the
Eieiei. Jetzt! Geil! Lässig, dass du es gefahren bist. Sehr cool. Das waren diese Treppenstufen. Die waren am ersten Tag eben auch furchtbar nass. Da habe ich die ausgelassen. Und dann hatte ich beim nächsten Mal schon die große Phobie davor, weil nass waren die echt ordentlich rutschig. Und zum Schluss hat es dann zum Glück nochmal alles richtig gut geklappt. Hier seht ihr hinten auch noch das Meer ein bisschen rausspitzeln übrigens. Das finde ich richtig cool, wenn man im Trail dann eben durchs Grün durch immer wieder das blaue Meer rausspitzelt. Schauen sieht. Also besser geht es eigentlich nicht. Dasselbe für mich am Gardasee, halt irgendwie großes blaues Gewässer beim Trail zu sehen, ist geil. Also wir sind knapp 1500 Höhenmeter gefahren, genau 1470. Die Tour gibt es natürlich wieder in der Infobox. Fast alles mit Tour und ich habe noch 15%. Nico hat noch 12. Und wer hat gewonnen bei unserem Ratespiel, wie viele Höhenmeter wir heute gefahren sind? Ja, Nico hat gewonnen. Ich dachte, wir sind 1700 gefahren. Er dachte, wir sind 1540 gefahren. Abspülen heute. Wie immer. Super. Na, wie immer. So. Ja, ja, so ist es nicht. So, Mama von Nico. Denn? Ich hoffe, du hast das Wer kocht denn immer? Ich koche und ich spüle. Wer glaubt mir? Ja, übrigens ist er gerade dabei, die Akkus anzustecken. Genau. Hopp, hopp, steckt euch an. Soll man sagen, leider, leider, jetzt geht's echt auf. Gardasee ist zwar auch cool, aber wir hätten uns hier jetzt schon eingelebt. Nico spielt noch ein bisschen Tetris. Wir hatten ja ein System, aber wenn natürlich da zwei reingehen, dann ist die Küche frei und dementsprechend will er das jetzt mal wissen. Mal schauen. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus, muss man jetzt zugeben. Ja, alles hat irgendwann ein Ende und so verabschieden wir uns noch mit einer Zeitrafferaufnahme von der Küstenstraße. Haben wir uns dann auf den Heimweg ausgemacht und das sind noch ein paar richtig coole Eindrücke, wie ich finde. Das Tetris-Spiel hat übrigens super funktioniert. Die Räder sind diesmal beide direkt hinter uns. Und echt? Ja. Boah. Aha. Auf jeden Fall haben wir es gar nicht mehr so weit, noch so eineinhalb Stunden, dann sind wir am Gardasee und morgen folgt dann eben eine Tour Sonne. Vom See und da ist Sonnenuntergang angesagt. Oh yeah!